Remember we used to run to the corner of 69. Yeah, they would come chasing us. We find a new place to hide out, making our plans to break out. Give me your hand and they will know who we are. Eine andere Male und ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zu irgendeinem Park. Ich bin fast wieder bei der Shopping Mall. Ich kann ja nochmal einkaufen gehen. Nee, meine ich. Aber bei der Shopping Mall war im Park, habe ich schon das letzte Mal überlegt, ob ich hingehen will. Habe mich dann dagegen entschieden. Diesmal gehe ich hin. Der ist da vorne. Das sieht doch ganz nett aus. Und mein eigentliches Ziel ist ein See zum Baden. Das Schöne hier in Amerika ist ja, hier kannst du ja in keinen See gehen und baden, ohne dass irgendwelche Absperrungen da sind. Und dann kannst du auf einem Quadratmeter so schwimmen. Also es ist so abgesperrt und dann ist es so ein Quadratmeter sozusagen, auf dem du schwimmen kannst. Und das ist mein Ziel. Weil es heute nämlich nochmal heiß wird. Heute wird nochmal 30 Grad. Morgen, wenn es dann losgeht an die Westküste, schön 20. Erstmal richtig kalt. Aber deswegen dachte ich, das schöne Wetter genießen, mal in den See springen. Bei der Hitze. Und vielleicht geht es nachher noch in den Microsoft Visitor Center, wenn wir es diesmal schaffen. Wahrscheinlich. When it feels like every bit of hope is gone, you call out of the blue and say you'll take me home. Driving shotgun and I'm holding on, latching on to you. Beim Cycle Beach oder wie das auch immer hier heißt. Schau mal, der süße Teich, da darf man schwimmen. Überleg mal so, als hätte man Deutschland irgendwie am Chiemsee oder bei so riesen Szenen irgendwie. Dass dann plötzlich auf einmal so abgesperrt ist, dass man nur noch in so einem kleinen Bereich schwimmen darf. Da wäre die Hölle los, da könntest du gar nicht mehr, das wäre eher wie Massentierhaltung. Aber hier in Amerika geht einfach niemand schwimmen. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch der Einzige sein, der den ganzen Tag hier sitzt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Musik hören, beziehungsweise Podcasts in fest und flauschig. Oh, mein Kopf wird bestimmt jetzt richtig rot. Fest und Flauschig ist aus der Sommerpause raus. Das heißt, jetzt geht's hier los mit Fest und Flauschig. Bald gibt's auch wieder Neo Magazin Royale und die Heute-Show. Und dann geht's irgendwann mal, wenn es ein bisschen heißer ist, gibt's mal in das kleine Pützchen da rein. Und wer sich schon immer gefragt hat, wo die High Society hier in Seattle so wohnt, da wohnt die High Society und da und auch heiße Society. Ich bin hier also gerade mitten im Hotspot der heißen Society schwimmen. 9 Minuten auf meiner SD-Karte sehe ich gerade, ich weiß tatsächlich nicht im Wasser. Da es erst zu kalt war am Morgen, jetzt muss ich schon wieder gehen. Also, lag ich so 2 Stunden, habe ein bisschen Podcast gehört, ein paar Videos geguckt. 10 Gigabyte machen es möglich. Und zweitens ist es erst richtig klein. Und drittens sind dann, als ich wollte mich gerade umziehen und dann sind da auf einmal 2 Bademeister angekommen. Lifeguards, die dann diesen kleinen Bereich da bewacht haben, da fühlt man sich irgendwie überwacht. Center. Es war sehr interessant, vor allem ich finde dieses Surface extrem geil, weil es einfach so dieses Tablet in Laptop-Dingen einfach meiner Meinung nach eine richtig geile Erfindung ist. Und dann war da auch noch dieser Riesenmonitor und die Performance von dem Ding, die war Hammer. Sowas habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Das war
extrem krass. Jetzt hier unterwegs mit dem Hund. Wir sind ein bisschen später heute losgegangen. Oder ich bin heute ein bisschen später losgegangen. Ich gehe ja nicht jeden Abend mit dem Hund, aber gestern bin ich gegangen und sonst noch ein paar andere Tage. Es ist bereits 19 Uhr. Kleine Hundeattacke. Der Sinn dahinter ist, dass da hinten gerade die Sonne untergeht und ich einen Timelapse vom Sonnenuntergang machen wollte. Es ist jetzt meiner Meinung nach sogar schon ein bisschen zu spät fast. Wir sind jetzt ein bisschen nach 19 Uhr losgegangen. Sonne geht in einer Stunde unter. Ich dachte mir nämlich, ich mache eine Timelapse, wie die Sonne untergeht und dann muss die Sonne ganz untergegangen sein. Aber da ist ein Dingens. Also hier ist jetzt gerade keine Sonne mehr, weil wir so ein bisschen hinter den Bäumen sind und ein bisschen hinter dem Berg. Auf jeden Fall ist es nicht mehr ganz so warm. Was ein bisschen schade ist, gestern war richtig geiles Wetter. Aber vielleicht, wenn ich ein bisschen in die Sonne wieder gehe, ist es wieder wärmer. Da unten ist sozusagen das Industrieviertel mit den ganzen Geschäften. Lauter Büros. Dahin machen wir uns auf den Weg. Die Sonne genießen. Remember when we were young, breaking every rule they made. I never changed what we done. It made us who we are today. I'm taking every chance I get to make it so you won't forget who we are, who we are. Remember we used to run to the corner of 69. Yeah, they would come chasing us. We find a new place to hide out, making our plans to break out. Give me your hand and they will know who we are. Da ist die schöne Timelapse vorbei. Ich war gerade so am Timelapse-Film. Ich mach den Gorilla-Pod ab. Die 10 Euro sind weg.